Kündigung wegen Corona-Quarantäne? Tag zusammen. Eine Frage, die natürlich jetzt naturgemäß durch die Gegend geistert, ist: Wie sieht das eigentlich aus, wenn der Arbeitnehmer in Quarantäne ist? Wie kann der Arbeitgeber da reagieren? Am 15.04.2021 hatte über diese Frage im Ergebnis das Arbeitsgericht Köln zu entscheiden. Da war der Fall so gelagert, dass in einem kleinen Dachdeckerbetrieb mit deutlich weniger als 10 Arbeitnehmern, also ohne Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes, der Arbeitnehmer bei seinem Chef angerufen hat, hat gesagt: Hör mal, ich bin Kontaktperson von meinem Bruder und seiner Lebensgefährtin und dummerweise ist der positiv getestet, mit dem Ergebnis, das Gesundheitsamt hat mich telefonisch angeordnet, in häuslicher Quarantäne zu bleiben. Der Dachdeckermeister hat jetzt gesagt: Jung, da glaube ich dir nicht. Im Leve hast du keine Quarantäneanordnung, du willst dich bloß drücken. Und hat dem gesagt: Bitteschön, ich hätte gerne eine schriftliche Bestätigung vom Gesundheitsamt. Die hat natürlich unser Arbeitnehmer auch angefordert, aber wie so häufig im Augenblick, nicht oder nicht sofort gekriegt. Als er nach ein paar Tagen das Ding beim Arbeitgeber immer noch nicht vorlag, hat der Arbeitgeber fristgerecht allerdings gekündigt. Nein, sagt das Arbeitsgericht Köln. Eine Kündigung wegen einer Corona-Anordnung, beziehungsweise Corona-Quarantäne-Anordnung, ist sittenwidrig. Und es kommt erschwerend noch hinzu, dass der Arbeitgeber hier seinen Arbeitnehmer ja quasi aufgefordert hat, trotz der Quarantäne-Anordnung zu erscheinen. Also einen Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz zu begehen, hier gegebenenfalls sogar eine Straftat. Da sind wir also mitten in der Anstiftung, zumindest in der versuchten, mit drin. Und weil hier das Kündigungsschutzgesetz keine Anwendung gefunden hat, kam es darauf an, diese Sittenwidrigkeit tatsächlich auch darlegen und zu beweisen. Und da hat das Arbeitsgericht gesagt: Nee, also so geht es ja nicht. Und wir wissen sehr wohl, im Moment ist das echt schwierig, dann auch eine schriftliche Bestätigung zu bekommen. Also, überraschendes Ergebnis, wenn sich ein Arbeitnehmer an eine behördliche Anordnung hält. Sei sie meinetwegen noch so rechtswidrig, aber erstmal ist die Anordnung da. Dann kann man ihm nicht deswegen kündigen und schon gar nicht kann man ihm sagen: Verstoß bitte gegen diese behördliche Anordnung. Und schon gar nicht geht das in Zeiten der Pandemie. Zumindest dann nicht, wenn diese Anordnung was mit der Pandemie zu tun hat. Und das war ja hier der Fall. Also, keine Sorge, wenn irgendwas ist, geht sofort zum Anwalt, selbst im kleinen Betrieb, Arbeitsgericht Köln, 15.04.2021. Wie immer findet sich das Aktenzeichen unten in der Beschreibung. In diesem Sinne, bis dahin.